Seit Urzeiten trommelt der Mensch. So vielfältig wie die Kulturen der Erde sind auch die Instrumente und Rhythmen, die dabei verwendet werden. Wenn wir heute von Schlagzeug reden, meinen wir in der Regel eine Zusammenstellung von Trommeln und Becken bestehend aus Bassdrum, Snare Drum, einigen Tom-Toms, einer Hi-Hat und einem oder mehreren Becken. So kann ein Spieler alleine die rhythmische Grundlage für eine Vielzahl von Stilistiken legen, zum Beispiel Rock, Funk, Swing, Latin, und noch viele mehr. Die Familie der Schlaginstrumente, insgesamt auch Perkussion genannt, ist aber wie gesagt viel größer und außerordentlich vielfältig. Seit Jahrhunderten kommen in klassischen Orchestern Pauken zum Einsatz, kleine und große Trommeln, Becken und noch einiges mehr. In der Musik Lateinamerikas ist eine große Zahl von Percussion-Instrumenten beheimatet, die meist von mehreren Trommlern in einem vielstimmigen Rhythmus zum Klingen gebracht werden. Auf Stabspielen wie Xylophon, Glockenspiel oder Marimba kann man Melodien und Akkorde spielen. Um schnell neue Rhythmen erlernen und zusammen mit anderen auch komplexere Arrangements spielen zu können, legen wir großen Wert auf das Erlernen der Notenschrift. So können unsere Schüler nach einiger Zeit, je nach Interesse, in einer Fülle von Ensembles mitwirken, wie den Blasorchestern, dem Sinfonieorchester, der Big Band, der Rockband, der Jazzband oder weiteren aktuellen Projekten.